Am vergangenen Tag gab es bei der MSO folgende Änderung. In Izumer Richtung in der Gegend von Narzowka beschießt die WSZU Izum und Balaklea aus amerikanischen MRLS-Systemen HIMARS. In der Nähe von Seliman hat die WSU versucht, den Fluss für einen Angriff zu überqueren. Alle Versuche wurden jedoch durch koordinierte Arbeit der russischen Akazien, die von Drohnen ausgeführt worden sind, vereitelt. Durch Artilleriefeuer wurde die Pontonüberquerung, das Boot und die Gruppierung der WSU zerstört. Russische Truppen sind gezwungen, rund um die Uhr die Wälder zwischen Izum und Balaklea von Sabotagetruppen der WSU zu säubern. Zwei ukrainische Su-25-Flugzeuge wurden in den Bezirken Kurulke und Barvenkowo abgeschossen. In der Luganske Richtung greifen die alliierten Truppen von dem befreiten Ort Privole die Lysychanska WSU-Gruppe weiter an. Infolge der Kämpfe besetzten die Truppen die Siedlung Schipilowka, das den Rückzug der WSU aus Nowodrussysk nach Bielogorowka abschneidet. Gleichzeitig mit der Einnahme von Schipilowka entwickelten die alliierten Truppen eine Offensive nach Nowodrussysk und vertreiben bereits die WSU aus dieser Stadt. Nowodrussysk ist eine wichtige Stadt, in denen sich die Hauptkontrollpunkte der WSU und ausländische Söldner befinden. Der WSU bleibt der einzige Rückzugsweg nach Bielogorowka durch Lysychansk. Das Vertreiben der WSU aus südlichen Teilen von Lysychansk geht weiter. Russische Truppen übernahmen die Kontrolle über das Gelatinewerk und das Grenzdorf der Schachte Matroska. In der westlichen Richtung sind russische Truppen an den Stadtrand von Werdnikamensk vorgedrungen. Von Werdnikamenka sind die russischen Truppen weiter nach Sporne, seitlich um die befestigten Gebiete der WSU, die die LNR-Truppen zurückhalten, reingegangen. Die Eroberung von Sporne wird die defensive Situation der WSU stark verschlechtern. Um den einzig verbleibenden Rückzugsweg Lysychansk-Seweg zurückzuhalten, hat das ukrainische Kommando die Reserven der 79. Luftlandebrigade nach Seweg verlegt. In Schewtschenkowo wurde ein Munitionsdepot zerstört. Bei Selenodolsk wurden zwei Su-25-Kampfflugzeuge abgeschossen. Aus der Ukraine aus wurde das Grenzdorf Tjotkina in Kursker Gebiet beschossen. Opfer oder Verletzte gibt es keine. Häuser wurden zerstört. An anderen Fronten keine besonderen Änderungen.